Schauen Sie in dieses traurige Gesicht. Genau das passiert, wenn Sie mit Famo zusammen aufnehmen. Haben Sie auch Famo? Dann kann ich Ihnen helfen. Rufen Sie an unter der 0666 420 0 und ich berate Sie gegen Ihren Famo. Und damit privet, meine Glühbirnen, und herzlich willkommen zurück zu Survival RPG mit... Ich bin Pink! Famo. Wird es je ein Video geben, wo du normal redest und nicht... Ich bin nicht mehr Pink! Wisst ihr, was das Tolle ist, jetzt habe ich einen falschen Kopf. Ich bin Steve. Hallo, ich bin Steve. Kann ich das auch ausrüsten? Was denn? Du kannst in das Logbuch gehen, dann rechts auf Rüstungsfenster. Und dann links oben hast du Masken. Okay. Dann kannst du dir Steve auftun. Jetzt sind wir alle Steve. Jetzt bist du wunderschöner. Viel schöner. Jetzt bin ich nicht mehr... Ich glaube, ich habe immer noch meinen Dante-Skin. Mir wurde ja mal ein eigener Skin für Minecraft gemacht, aber ich habe den nie benutzt. Finde ich total schade, weil der sah eigentlich richtig gut aus und mir tut die Person leid, die ihn für mich gemacht hat. Aber hast du den Skin denn noch oder nicht mehr? Wahrscheinlich gibt's den sogar noch. Der war auf irgendeiner Skin-Cloud extra für Minecraft hochgeladen. Famo, was muss ich machen? Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Das finde selbst heraus. Du darfst, kannst reden, kannst später ein Haus bauen, gegen Monster kämpfen, hast verschiedene Aufgaben, ganz, ganz viel Zeug. Kann ich mich auch in der Ecke verkriechen und mit meiner Depression kämpfen? Wir haben Hunger, ne? Wir haben Hunger. Komm, hier hast du ein bisschen Weizen. So. Ein Tipp schon mal. Normalerweise muss man einen Backofen haben, Brot zu backen, aber... Nein, muss man nicht. Okay, komm her und... Man macht einfach drei unten rein. Was ist das für eine seltsame Werkbank? Das meintest du also, als du mir damals erzählt hast, ja, du hast das gesamte Crafting überarbeitet und deswegen brauche ich... Ja, ich sehe es. Okay, dann mache ich mir jetzt Strohballen. Ja, ich sollte lieber Brot machen. Okay, dann mache ich mir Brot. Ah, guck mal, wie das Brot heißt. Ungebackenes Brot. Ja, siehst du. Das Brot ist nicht so wie normales Brot. Wie sieht denn ungebackenes Brot aus? Wäre das nicht einfach Teig? Ja, es ist doch Teig. Es ist Warum hast du es denn nicht Teig genannt? Wird so einfach. Wir müssen Varietät reinbringen. Okay. Wo kann ich denn das ungebackene Brot backen? Wo ist denn hier ein Ofen? Bist du ein Ofen? Du kannst aber jetzt auch schon essen. Kannst aber auch schon essen. Okay. Gibt nicht so viel Essen, aber... Ich dachte, ich muss das hier zwischen die Pobacken klemmen, damit es schön gebacken wird. Aber okay, wen haben wir denn hier? Oder besser gesagt, ich gucke zuerst ins Logbuch. Was habe ich denn hier Schönes? Nicht freigeschaltet. Auch nicht freigeschaltet. Mann, du bist wie ein Early Access-Spiel. Oder EA. Hä? Jetzt musst du es mal freischalten. Du musst es freischalten. Famo? Das gibt's aber schon. Famo? Ja? Ich habe gerade einen Heureka-Moment. Okay. In meinem Leben macht gerade alles einen Sinn. Aha, sicherlich. Ich habe verstanden, warum die Spiele von EA unfertig sind. EA! Early Access! Das klingt so relativ klug. Ja, das passt. Heilige Scheiße, das ist wirklich gerade so ein Bau-Moment. Okay, was habe ich hier? Baumodus. Aktivier für 30 Minuten den Baumodus. Du wirst nicht angegriffen, du kannst nicht angreifen, du kannst keinen Dungeon betreten. Mach erstmal nicht. Ja, ich lese gerade Kosten das erste Mal umsonst, das heißt, ab da willst du Geld von mir. Statistiken. Richtig. Gestorben dreimal. Wodurch bin ich denn vielleicht gestorben? Vielleicht durch irgendeinen so seltsamen Typen, der mich umbringt, während ich... Gleich ist es viermal, also sei ruhig. Abenteuer beendet 1 von 12. 2 global, was auch immer. Ich kenne schon 11 von 16 Kochrezepten. Geil, so startet man noch. Und ich habe ein Brot gegessen. Und einen Titel von 75. Du hast mehr Titel als Kochrezepte? Ja, für jeden Erfolg gibt es einen Titel. Okay, ich muss eindeutig für dich Kochrezepte schreiben. Ja, ist echt cool. Okay, Gegenstände hergestellt 5. Wo kann ich denn zurück? Optionen, private Nachrichten, Partikel mit Waffen nicht solide Blöcke zerstören, was? Du kannst mit einer Waffe nicht solide Blöcke zerstören, zum Beispiel Grasfackeln aktiviert. Abenteuerliste, der Profi-Angler. Oh Gott, was hast du denn hier alles... Sehr viel mittlerweile anderen.
Irgendwelche viel. Fähigkeiten, Rüstungen, Steve, Lexikon, was? Du verwirrst mich! Dein Plugin verwirrt mich! Ja! Es ist aber normal, Sandor. Bei jedem RPG wirst du am Anfang nicht klarkommen. Oder bei jedem MMORPG. MMORPG? Du hast da gleich. MMPORG? Ich weiß nicht. MMORPG. Hab ich doch gesagt. Beste hab ich doch Multiplayer gesagt. Online Roleplay Game. Mann, sowas muss man wissen. Helfer. 5-9 Famo, Autor. Warte, stehe ich da drin? Ja, ich stehe sogar drin. Ne? Ja, aber noch das? Als Beta-Tester. Nee, oder? Doch, noch als Beta-Tester. Ich finde mich nicht. Achso, Seite 2. Ach du Scheiße, wie viele Beta-Tester hast du denn? Das sind aber auch andere Bilder und anderes Zeug. Mhm. Warum stehe ich nicht auf Seite 1? Wo stehe ich denn überhaupt? Ja, noch als Beta-Tester, wie gesagt, glaube ich. Ja, aber ich sehe mich nicht. Doch, du bist dabei. Ich suche dich gerade. Doch, auf der ersten Seite? Auf der ersten Seite war ich nicht. Du hast mich nicht hinzugefügt, du Arsch. Seht ihr, Leute, unter welchen Umständen ich hier arbeite? Tja, dann musst du wohl noch mehr machen. Hä? Ich hab dir schon um die 150 Items gefühlt geschickt. Die noch nicht implementiert worden sind. Und jetzt im nächsten Gebiet kommen. Ich glaube, wenn man die einzelnen Items, die man sich aus anderen Items zusammencraftet und sowas und auch die Materialien zählt, komme ich schon an die 100 dran, oder nicht? Ja. Weil ich verstehe echt nicht, warum du nicht drin bist. Ich bin ja letztens noch die Liste aktualisiert. Vielleicht habe ich die irgendwie falsch eingetragen. Das kann gut sein. Leute, wisst ihr, vor der Aufnahme wollte ich joinen und da stand ich einfach nicht auf der Whitelist. Man merkt einfach, wie Famo mich mobben will. Patchnotes. Nein, Patchnotes will ich nicht. Resource Pack. Wie hieß Plugin mit einem Resource Pack? Okay. Keine Ahnung. Das ist egal. Ja, dann würde ich sagen, rede ich mal mit dieser dicken Nase hier. Hallo, Finnies! Ah, Finnies kenne ich doch. Wie findest du diesen Ort? Endlich, der Urahnenwald. Hier ist das Basislager für Expeditionen. Das heißt, hier müssen sie... Famo, was machst du da? Famo? Hier müssen sie zuletzt vorbeigekommen sein. Famo wurde beim Stehlen erwischt. Famo? Warte, kann man... Ah, man kann stehlen? Ich denk den ab, okay? Okay. Au. Die Chance ist ziemlich gering bei Felix. Nur 25%, glaube ich. Okay, dann, Hast du es geschafft? Nee. Oh, Loot! Ach, das war dein heimliches Ziel. Es ist in Wahrheit eine Chance von 0% und du wolltest mich nur mobben. Warum bin ich jetzt bei Jorion? So, da hinten. Loot! Hallo? Au! Ich glaube, wir lassen das lieber, sonst haben wir schon 100 Tode, bevor es begonnen hat. Hallo, Finnies. Das heißt, hier müssen sie zuletzt vorbeigekommen sein. Worauf du wetten kannst, siehst du das Schiffswrack da... Du hast es geschafft? Ja, ich habe einen Hebel geklaut! Noob, Finnies, noob. Und dafür sind wir viermal gestorben. Für einen verdammten Hebel. Na, ist ja mein Hebel. Wie oft du gestorben bist, ist mir vollkommen egal. Worauf du wetten kannst, siehst du das Schiffswrack da drüben? Das ist eine kaiserliche Galeere. Der Prinz und sein Wissenschaftler waren hier. Erkunde du das Basiscamp und sprich mit den Leuten. Ich werde in der Zwischenzeit auf das Boot aufpassen. Komm jederzeit wieder, wenn du was brauchst, werde ich mir hier das Genick verrenke. Okay. Das heißt... Komm zurück. Ja? Red mal mit dem. Was? Stell eine Erfindung für mich her. Oh Gott. Ah, Backofen. Ein Cola. Drei. Für einen Ofen brauche ich drei Ofen. Ja. Das ist Finnes, der verbraucht ein bisschen Zeug. Finn ist ein bisschen ungeschickt, oder? Ja. Ah, Dietrich. Ein Hebel. Ach, okay. Alter. In dieses Plugin kann man ja sein Leben investieren. Richtig, habe ich ja auch schon letztes Jahr. Du nimmst dein Studium sehr ernst. Es ist nur ein Mathe-Studium. Ja, bei mir ist das auch nur ein Physikstudium, das ist ja nichts. Also, das kann jeder. Okay, Finnies, was konntest du noch? Wofür brauche ich diesen Gegenstand?
Ah, ich kann Werkbankrezepte. Okay, was kann ich... Famo, willst du dich kurz mal zu Fini setzen? Ich will schauen, was ich aus dir machen kann. Okay, wird scheinbar nichts. Ich will mal gucken, was der Oreo-Keks hier zu sagen hat. Wer bist du? Ich glaube, ich sollte mich selber ab jetzt mit dem russischen Akzent sprechen. Das kommt meiner echten Stimme näher. Wer bist du? Mein Name ist Jorion Kentos. Eigentlich bin ich der Fährmann des Basiscamps. Ich bringe die Reisenden zur Mine, wo man Erze farmen kann. Wenn du irgendwas über diese Region wissen willst, zögere nicht zu fragen. Bring mich zur Mine, wo sind wir hier? Kannst du mir eine Waffe geben? Hast du eine Aufgabe für mich? Ich habe mich anders entschieden. Kannst du Farmo für mich umbringen? Kannst du mir eine Waffe geben? Hier, bitteschön. Das war leichter als erwartet. Ja. Bring mich zur Mine. Naja, da gibt es so ein kleines Problem. Beim letzten großen Sturm ist meine Fähre gekentert. Das heißt, ich sitze im Moment sprichwörtlich auf dem Trockenen. Wo sind wir hier? Du befindest dich hier im Urahnenwald. Einst ein riesiger, blühender Wald. Dann allerdings ereignete sich eine große Katastrophe und der halbe Wald verdorrte und wurde Ödland. Heute ist der Wald geteilt in den Schattenwald zu deiner Linken und dem Kronwald zur Rechten. Und wenn sie jetzt nach rechts sehen, entdecken sie den Kronwald. Er ist bekannt dafür, etwas freundlicher zu sein als der sich links befindliche Schattenwald. Wir setzen unsere Reise jetzt fort. Begrenzt durch den Fluss, der von den Wasserfällen ins Meer fließt. In den Bergen bei den Wasserfällen findest du außerdem den Tempel von Karmo, klingt ein bisschen wie Famo, und von Daumadoron, klingt ein bisschen wie Sandoron. Hm. Nein. Doch. Das ist nur Zufall. Nein. Du hast es eingebaut, weil du mich liebst. Eigentlich ist es eine Anspielung an jemand anders, aber okay, wenn du meinst. Nein, es ist eine Anspielung an mich. Ich alleine. Nö. Hast du eine Aufgabe für mich? Ich habe mich... nein, ich habe mich nicht anders entschieden. Auch kein Problem, du weißt ja, wo du mich findest. Hä? Nein, leider nicht. Aber... Hä? Was? Ich bin gerade verwirrt. Egal. Nein, leider nicht, aber ich kann dir welche besorgen. Bring mir 35 Monsterschädel und wir sind im Geschäft. Okay, ich habe jetzt einen Schlagstock und ich habe einen Famo. Welche das Farbe hat der Schlagstock bei dir? Famo, ich bin farbenblind, das weißt du, oder? Welche Farbe hat der Schlagstock bei dir? Braun. Kurz und spitz. Oder hat meinst du die Schrift? Nee, hat der auch so einen coolen... Wie sieht der Schlagstock bei dir aus? Wie beschreib ihn mal. Normaler Stick. Hast du Optifine installiert? Ja. Ich habe auch gerade einen Shader drin. Normaler Stick bei dir? Ja. Geh mal in die Option. Okay. Video Setting. Ja. Dann gehst du auf Quality. Ja. Unten rechts auf Custom Item. Steht da bei dir off? Nein, on. Das finden wir schon heraus, wo es liegt. Ich glaube, ich habe auch nicht das richtige Ressource-Pack, weil für mich sieht alles nach Standardtexturen aus. Das ist normal. Nur die Items sind anders. Egal, wir finden das schon heraus. Okay. Ich guck mal, ob ich vielleicht das Ressource-Pack hier irgendwo... Nee, ich habe kein Ressource-Pack. Oh, ich habe gerade Disconnect geklickt. Ups. Nichts passiert. Hast du auch auf Ja geklickt? Ja. Wir finden das schon heraus, Sandor. Kann ich das irgendwo... Nee, hier nichts kannst du... Wir machen später, Sandor. Machen wir später. Monsterschädel brauche ich und die kriege ich wahrscheinlich, wenn ich Famo töte. Nein, ich bin kein Monster. Doch, du bist ein Monster. Du bist übrigens, reden wir nochmal mit dem Typen hier. Ich hab schon alles. Bring mich zur Mine, ja. Achso, naja, da gibt es ein kleines Problem. Habe ich doch schon vorgelesen. Achso, meintest du, du könntest mir helfen, ein neues Schiff zu bauen? Dann kann ich dich zur Mine bringen. Du müsstest mir noch ein paar Gegenstände bringen. Okay. Und jetzt? Bring mich zur Mine. Ah! Das ist unser erstes Ziel. Ach du Scheiße. Hast du alles extra so aufgebaut, damit man möglichst lange in diesem Spiel verbringt? Das ist optional, musst du nicht machen. Kann ich die Bäume abbauen? No, dein Plugin nicht. Ist schlecht. Hä? Du kannst doch nicht die Bäume hier am Lager kaputt machen. Die gehören doch hier dem Typen hier. Wer bist du? Xanabris. Hast du eigentlich bei manchen Namen einfach nur mal auf die Tastatur geschlagen? Das war nicht ich. Ich war mit Questschreiber und die Namen sind alle cool. Das muss ich sagen.
Ist das die Bezahlung sonst, für dein Questschreiben? Sonst kündigt er. Ja, ich finde die Namen alle super. Wer bist du? Junge, sie halten mich für verrückt. Irre, haben sie gesagt. Du bist irre, Xanabris. Der alte Xanabris ist nicht irre. Mir fehlen... Herr, was? Warum bin ich plötzlich bei Jori? Achso, ich habe hochgescrollt. Ups. Du bist irre, Xanabris. Der alte Xanabris ist nicht irre. Ich sag dir eins, Junge. Eines Tages werden sie sehen, dass ich recht hatte. Glaub mir, meine Theorie ist die Realität. Was ist denn deine Theorie? Diese Welt hier, in der wir leben. Unsere ganze Existenz. Das ist alles nicht real. Wir befinden uns in einer künstlichen Welt. Verstehst du? Wir werden gesteuert von außen. Das ist alles nur ein Spiel und wir sind die Spielfiguren. Wir haben keinen freien Willen. Jede unserer Handlungen ist vorprogrammiert. Wir sind ein Produkt der Unterhaltung der Spieler. Du da, Spieler, ich weiß, dass du da bist. Ist es nicht so? Habe ich nicht recht? Wenn du einen Fehler in dieser generierten Welt gefunden hast, dann melde dich jetzt. Klick mich. Okay, das ist der geilste Bug-Report, den ich je gesehen habe. Okay, der Questschreiber ist eindeutig besser als Famo. Das ist jetzt so ein Gütesiegel. Besser als Famo. okay. Warte. Klick mich, um es mir zu zwitschern. Are you sure to want to open the following website? Twitter.com, Famo. Yes. Okay. Jetzt gehe ich zu Famo. Tweet an. Zu wenig Glühbirnen. So. Habe ich jetzt mich beschwert? Super. Du hast den Erfolg lebt, belebt freigeschaltet. Kriegt man den Erfolg dafür, dass man dich antwittert? Nein. Was jetzt? Ja oder nein? Öffne in deinem Logbuch. Geh mal bei Erfolge rechts. Lebt, belebt, habe eine Stunde Spiel. Achso, okay. Ich dachte schon, du willst mehr Tweets. Nur, du kannst übrigens da draufklicken, um die Belohnung freizuschalten. Ach, da gibt's Belohnung. Und du magst Feuerwerke, oder? Neuer Titel, ja, Spieler. Nur am Anfang gibt's oft Feuerwerk. Hast du den Titel Famo, sehe ich gerade? Nee, das ist. Bei dir steht auch Sanderon. Oh. Oh, da steht, ja, steht immer der richtige MC-Name und der Custom-Name. Ach so, okay. Mhm. Dann ist ja schön. Kann ich was mit meinem Schlagstock? Nein. Was mit dem Brot? Nein. Was mit den Seeds? Nein. Was mit dem Weizen? Ja, Brot. Woher habe ich plötzlich das ganze Weizen? Oh, das war das von dir. Ja, ich hab auch Hunger. Nein, hast du nicht. du kriegst auch ein paar Äpfel. Danke. So. Jetzt müssen wir also los und Zeug sammeln. Monsterschädel und so. Ja, findest du raus, Sanderon. Das ist okay. Okay, Monsterschädel. Wo gibt es hier Monster außer Farm? Vielleicht sollte ich das Zeug auch wieder anpflanzen. Das wäre vielleicht praktisch. Nee. Braucht man das nicht? Nee. Oder willst du einfach... Nee. Okay, man sollte es anpflanzen. So. Bisher ist es ja noch ziemlich langweilig, Famo. Ich will Action, Blut, Gewalt, Gedärme und Frauen. Warum kommst du niemals? Weder im Real Life noch im Spiel. Mrs. Sandron, hast du gehört? Weil du eine Frau schon hast. Weil du eine schon hast. Das reicht doch eine. Ja, das stimmt. Falls Mrs. Sandron das sieht, und das sieht sie bestimmt, weil sie mag meine Minecraft-Videos, weil sie mich da immer auslacht. Achso, ja, okay, das stimmt. ich dachte, sie Schatz. Macht deine Minecraft-Videos. Nein. Sie macht deine Videos. So, ich habe den Anruf jetzt verlassen. Hast du nicht... Ich warte noch ein bisschen, vielleicht hat er sich dann beruhigt. Ich habe mich beruhigt. Okay, gut. Das kommt, oh, ich hab Pippi in den Augen. Ja, das kommt von mir. Ich find's schade nebenbei bei Discord, dass es dann nicht wie im Teamspeak immer dieses Channel muted und sonst was kommt. Weil das wäre lustig geworden. Wer bist du? Das hörst du nicht, weil du gerade OBS offen hast. Das blockiert Discord. Ach so. Das kannst du aber ausstellen.
Ah. Deswegen, ich bin auch vorhin rausgegangen und deswegen hast du nicht zu mir gehört, aber du hast doch nicht gemerkt, dass ich rausgegangen bin. Ah. Das war auch lustig. Ja, ich habe einfach weitergeredet. Ja, eben. Das passiert mir aber auch im echten Leben manchmal. Ich rede mit Leuten und dann merke ich, dass sie gar nicht mehr im Raum sind. Das ist irgendwie traurig. Redest du mit denen mit geschlossenen Augen oder wie? Nein, ich gucke sie meist nicht an. Oh, verständlich. Wer bist du? Hallo Fremder, ich bin Tampera, der meisterhafte Schmied aus Cavenport. Ursprünglich wollte ich hier meine großartige Schmiede errichten, doch dann kam der große Sturm dazwischen und hat alles eingerissen. Ich möchte schmieden. Meine Schmiede wurde zerstört, alle Materialien zu beschaffen würde lange dauern und ich habe keine Kraft mehr, also könntest du dies übernehmen? Bring mir einfach die Materialien, die ich zum Bau der Schmiede benötige. Heilige Scheiße! Was sind denn die alle so gierig? Famo! Ja, die wollen eine richtige Schmiede haben. Eine richtige. Ja. Ist es eigentlich normal, dass dieser Baum grün ist? Wir sind doch im Elfengebiet, haben wir da, wurde dir doch gesagt. Ich habe hellgrüne Wolle! Guck mal! Oh, bitte bau woanders. Oh. Ich habe hellgrüne Wolle! Warte, das bedeutet... Ich habe hellgrüne Wolle. Nein, hast du nicht! Das wird sehr lange dauern. Das wird sehr, sehr lange dauern. Keine Lust mehr. Nur weil du fast tot bist, du Arsch! Da flieht er einfach. Aber ich würde sagen, wir beenden auch hier den Part. Hi. Hi. Geh weg! Es reicht, Sanderon! Ich bin besser in Minecraft PvP als du. Echt jetzt? Ja. Ja, ohne Scheiß. Das klingt, tut mir leid. Ja, so ganz aus Versehen eine Tastenkombi gedrückt. Aber ja, ich würde sagen, das war's dann auch mit diesem Part. Du willst spielen? Du willst wirklich mit mir spielen? Nicht mit dir, mit mir. Famo, mach den Abschied. Du machst jetzt den Abschied. Hey ho! Wir beenden jetzt das Video, weil das Video viel zu schlecht ist. Lalalalala. Kann bitte mich mehr erlösen. Lalalalala.